Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zur neuen Videobotschaft. Und ja, da möchte ich Ihnen etwas von einem Erlebnis erzählen vor ein paar, gar nicht so langer Zeit. War es so, dass ich beim Karneval gewesen bin. Und auch wenn man uns Emsländern das nicht ansieht, ist es so, dass Karneval hier bei uns in Emsbüren ganz groß ist. Und da sind zwei Frauen, haben einen Auftritt da gehabt. Und das hat sich mir eingeprägt, das fand ich ganz interessant. Und die eine Frau hat in diesem Auftritt beim Karneval auf dem Saal die Frage gestellt: Du, weißt du eigentlich, was das größte Lob im Emsland ist? Und dann hat die andere Frau gesagt: Nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und da hat die Frau gesagt: Das größte Lob im Emsland ist, kannst nix sagen. Beim ersten Hören ist das ein bisschen witzig, wenn man denkt, das ist ja irgendwie, ja, ist interessant und stimmt auch wohl, dass das oft so gesagt wird. Bloß wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch ein bisschen traurig. Ich möchte Ihnen da zwei kleine Beispiele sagen. Vor einiger Zeit, oder ja, ist auch schon ein bisschen länger her, bin ich bei einer Familie gewesen. Da war der alte Opa gestorben. Und dann saß da auch sein Sohn mit der ganzen Familie. Und der Sohn sagte: Mein Vater hat mich die ganze Zeit in meinem ganzen Leben nicht gelobt. Nie. Eine zweite Situation, die ist noch nicht ganz so lange her, hat mir ein Schüler gesagt, er hätte ein gutes Zeugnis gehabt, jetzt, und das wären fast alles Zweien gewesen und eine Vier. Und seine Eltern hätten nur über die eine Vier gesprochen, nicht über die anderen Zweien. Und das sind für mich so zwei Beispiele, wo ich denke, das ist nicht optimal, das ist nicht ganz gut. Und Sie sehen, dass ich hier vor einem Kindergarten stehe heute, ganz bewusst vor einem Kindergarten, einfach um die Perspektive der Kinder, einfach uns mehr ins Gedächtnis zu bringen oder uns an diese Perspektive zu erinnern. Ein Kind braucht auch Lob. Ein Kind braucht Bestätigung, um innerlich stark zu werden, um zu wachsen, um glücklich zu sein. Und das ist unsere Aufgabe als Erwachsenen und vor allem natürlich als Eltern, auch diesen liebevollen Blick für unsere Kinder zu haben und sie dann auch eben zu ermutigen. Jesus Christus hatte Glück, er hat das erlebt, und zwar als er getauft wurde, zum Beispiel, als er getauft wurde am Jordan, ist es so gewesen, dass die Bibel berichtet, der Himmel öffnete sich und eine Stimme sprach aus dem Himmel, die Stimme Gottes: Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich gefallen. Jesus hat diese starke Erfahrung gemacht, der Bestätigung, der Liebe und der Einheit mit dem Vater. Und aus dieser Liebe mit Gott, seinem Vater, hat er immer gelebt, und diese Liebe war so stark und hat ihn so stark gemacht, dass er bis ans Kreuz gegangen ist, weil er diese tiefe Verbundenheit mit seinem Vater immer gespürt hat. Und das möchte ich Ihnen als kleinen Impuls mitgeben, vielleicht jetzt auch für diese neue Woche. Dass, wenn Sie Kinder haben oder Enkelkinder oder Patenkinder, dass Sie Ihre Patenkinder, Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder ermutigen, sie loben. Natürlich nicht irgendwie ganz komisch, sondern von ehrlichem Herzen, wenn Sie sehen, das ist was ganz Tolles, und dann einfach Ihre Kinder zu loben, ihnen Mut zu machen, ja, einfach sie stark zu machen und ihnen auch zu sagen, dadurch zu signalisieren, dass sie das sehen, dass sie das wahrnehmen und sich freuen, wie ihr Kind sich entwickelt. Eben das Lob, kannst nichts sagen, ist ganz gut, aber es ist letztlich zu wenig. So wünsche ich Ihnen eine gute neue Woche, gerade auch in dieser schönen Sommerzeit.